Eure Schulzeit geht nun dem Ende entgegen und ihr seid so langsam auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz, wisst aber nicht, wo ihr euch bewerben sollt und wie ihr das macht. Wir, die Azubis von Fala Packaging, standen auch mal in dieser Situation und zeigen euch nun, worauf ihr bei einer Bewerbung achten solltet und wo ihr euch informieren könnt. Kommt mal mit! Bevor ihr eure Bewerbung schreiben könnt, stellt euch die Frage, auf welchem Ausbildungsberuf möchte ich mich überhaupt bewerben? Jetzt habt ihr ganz viele Möglichkeiten, zum Beispiel bietet die Agentur für Arbeit, aber auch die IHK und auch die Handwerkskammer gute Möglichkeiten, um sich zu informieren. Über Zeitungsartikel, noch über Social Media und auch über das Internet gibt es ganz viele Tipps und Tricks, wie ihr herausfinden könnt, welcher Ausbildungsberuf der passende für euch ist. Wenn ihr nun wisst, welcher Ausbildungsberuf der richtige für euch ist, stellt sich nun die Frage, welches Unternehmen passt zu mir und bietet diesen Ausbildungsberuf an? Hier haben wir euch ein paar Quellen zusammengefasst, wo ihr diese Informationen herbekommt. Nun weißt du, wo deine Bewerbung hingehen soll, dann kannst du losgehen mit der Bewerbung. Für die Bewerbung brauchst du ein Deckblatt, eventuell, wenn du sie digital abgibst, ist ein Deckblatt nicht erzwingend erforderlich, ein Anschreiben sowie ein Lebenslauf mit Lichtbild und Anlagen. Anlagen können sein, zum Beispiel Schulzeugnisse oder auch sonstige Anlagen. Bei dem Anschreiben solltet ihr darauf achten, dass aus dem Anschreiben ersichtlich wird, worauf ihr euch überhaupt bewirbt, damit der Personaler weiß, welchen Ausbildungsberuf möchtet ihr anstreben. Wenn ihr den direkten Ansprechpartner von dem Unternehmen kennt, gerne diesen als Anrede in dem Anschreiben erwähnen. Als nächstes, wenn ihr dieses Anschreiben schreibt, achtet darauf, dass ihr als Erstes sagt, wie ihr auf diese Stelle um das Unternehmen überhaupt aufmerksam geworden seid. Anschließend könnt ihr darauf eingehen, auf welcher Schule ihr wart, habt ihr eventuell schon Praktika in dem Ausbildungsberuf gemacht, damit ersichtlich wird, warum du diesen Ausbildungsberuf machen möchtest und du diesen Ausbildungsberuf bei diesem Unternehmen erlernen möchtest. Anschließend kannst du auf deine Stärken eingehen. Am Ende deines Anschreibens formulierst du einen Satz, wo du schreibst, dass du dich auf eine Einladung zu einem Bewerbungsgespräch gerne freust. Beim Anschreiben solltest du darauf achten, dass du dich nicht zu kurz und auch nicht zu lang verfasst. Es sollte ungefähr eine Seite sein. Die Schrift soll nicht zu verspielt sein. Sie soll nicht zu groß, nicht zu klein sein, sodass man es gut lesen kann. Der Lebenslauf. Beim Lebenslauf solltest du darauf achten, dass er immer tabellarisch formatiert ist. Wenn du Zeitangaben mit reinbringst, zum Beispiel auf welcher Schule du gerade bist, sollte immer die aktuellste ganz oben stehen. Wie gesagt, du schreibst rein, auf welcher Schule du bist und auf welchen Schulen du warst, was für Arbeitserfahrungen du vielleicht schon mitbringst und auch Ausbildungen, eventuell auch durch Praktikas, am besten vielleicht auch schon in diesem Ausbildungsberuf, den du anstrebst. Du gehst auf deine Hobbys und Interessen ein, die jetzt nicht nur auf den Beruf speziell angepasst sind, und du sagst, auf was für Kenntnisse du überhaupt mitbringst. Vielleicht hast du schon gute Kenntnisse, die zu diesem Beruf passen. Solltest du vorhin aufgepasst haben, dann weißt du noch, dass du auch ein Lichtbild für deinen Lebenslauf brauchst. Das sollte nicht so aussehen, sondern eher so. Kommen wir nun zu den Anlagen. Du machst immer ein aktuelles Zeugnis von deiner Schule rein. Vielleicht hast du auch Praktikumszeugnisse von Praktikas, die du gemacht hast. Du bist in Schul-AGs, hast davon vielleicht Zertifikate und noch andere Dinge. Ein kleiner Tipp am Rande, soziales Engagement kommt bei deinem zukünftigen Ausbildungsbetrieb immer gut an. Nun habt ihr eure Bewerbung fertig geschrieben und wollt sie am liebsten direkt ausdrucken und losschicken. Doch achtet doch mal drauf, ob auch wirklich alles richtig geschrieben ist, ob ihr die Rechtschreibung richtig gemacht habt. Lasst am besten auch nochmal eine zweite Person oder eine dritte, vierte Person drüber lesen. Vielleicht sind euch Flüchtigkeitsfehler eingeschlichen. Es ist immer besser, wenn noch jemand drüber schaut. Genau. Zum Abschicken gibt es Folgendes zu beachten. Jedes Unternehmen ist da ein bisschen spezieller. Manche möchten es noch ganz altmodisch in Papierform. Da solltet ihr darauf achten, wenn ihr es in die Bewerbungsmappe abgibt, dass die Bewerbungsmappe alles schön sauber ist und auch nicht zerknittert ist. So, aber manche Unternehmen möchten es digital.
Wenn ihr das als digitale Version abgeben müsst, achtet darauf, dass ihr wirklich alle Sachen, die in der Bewerbungsmappe drin sind, als eine PDF-Datei abgibt. Die PDF-Datei benennt ihr folgendermaßen mit eurem Vor- und Nachnamen. Macht auch vielleicht einen Begriff Bewerbung dazu, dass dann in dem Unternehmen das besser zugeordnet werden kann. Dann gibt es auch noch die andere Möglichkeit. Viele Unternehmen machen das mittlerweile über eine digitale Plattform, wo man seinen Namen, seine Daten ausfüllt und dann die einzelnen Dateien hochlädt. Achtet auch darauf, dass wenn ihr zum Beispiel beim Lebenslauf seid, auch wirklich die Datei des Lebenslaufs hochladet und nicht jetzt das Anschreiben. Das ist auch ein bisschen besser dann auch ist für das Unternehmen und die auch mit eurer Bewerbung viel besser arbeiten können und weniger Probleme damit bekommen. Nun ist es soweit. Bei euch kann die Bewerbungsphase losgehen. Wir haben euch bestens vorbereitet, um euch loszuschicken auf die Suche nach eurem Traumausbildungsberuf und dem Ausbildungsunternehmen. Wir wünschen euch dabei ganz viel Glück. Macht's gut.